Herzlich willkommen heute für eine neue Lektion Java für uns im TG. Wir wollen heute den Klassiker von Algorithmen gesehen, und zwar den Checkprogramm, für zu wissen, ob ein Primzahl ist oder nicht. Und wir geben dann aufhängen mit der einfachsten von allen Methoden. Okay. Haben wir schon die Methode geschrieben, den Anfang davon. Das heißt, wir wissen schon, wie den nun. Wir wissen, dass wir Parameter haben, das ist der Wert, den wir wollen testen. Abgepasst, wir gucken nur wirklich positiv zu wählen, aber null nur mit. Okay, dann brauche ich also nicht zu checken, wann das Programm geht. Okay. Das Resultat, also das, was man nicht oft gesehen haben, bis jetzt, das ist ein Boolean, das ist ein Resultat, wahr oder falsch. Ich will ja nur wissen, ob das 12 ein Primzahl oder nicht. Ja. Interessiert mich nicht, was für ein Divisor hat, das kann man nicht zu wissen. Das ist die einfachste Variante, ja. Wir wollen nur wissen, ob es ein Divisor. Voilà. Fangen wir dann ein bisschen nun. Vielleicht muss man wissen, was ist ein Primzahl. Ich meine, das ist der Dicht. Ja, du musst von der Definition ausgehen, ne? Fangen wir dann mal da an. Ich mache dann ein paar Sachen. Wir haben einfach zwei Zahlen. Erste Zahl 15 und eine zweite Zahl 17. Wir Menschen, wenn wir schon ein bisschen mit den Zahlen gespielt haben, wenn wir direkt gesehen haben, intuitiv, das ist ein Primzahl vielleicht oder auch nicht. Wir kennen die. Computer hast du intuitiv, ja. Musst ihm das wohl beibringen. Ne? Das will ich sagen, 12, die will ich nicht verschaffen. Mit 12, 8, wie steht für ihn, das ist kein Primzahl. Ja. Das ist durch zwei Delbar, das wird früher gesagt. Das. Das ist klar. Computer aber nicht, die gesagt absolut nicht. Ja. Die muss das rechnen. Und das ist die Schwierigkeit dabei. Mhm. Der Prinzip ist, wir haben 12, die 8, wir müssen gucken, ja, durch was ist das Delbar. Ein Primzahl ist definiert wie ein 12, die durch 1 und durch sich selber dividierbar, nicht mehr durch 1 und durch selber. 1 und in diesem Fall 8. Okay. Ist das der Fall? Das muss man kontrollieren. Das ist die Definition von einer Primzahl. Das muss man gucken, gehen hier nach 12 dazwischen, wo dann dehnbar ist. Und dann wissen wir, ob das prima ist oder nicht. D'accord? Okay. Ja, Und dann. Okay. Ja. Schauen Sie, ob es dabei wie können wir das testen, überhaupt, ob ein 12 durch einen dehnbar ist? Das haben wir schon gesehen im Verlauf diesem Kurs. Und zwar ist das die Modulo-Funktion, die als der Rest rumgeht und der Rest ist nicht. Ganz genau. Wir wissen, dass den 8 durch 2 dehnbar, wie wir das testen, das wäre dann den 8%, Prozent aus der Modulo-Funktion am Java, 2. Was geht das als Resultat? Wenn es abgeht, die Division abgeht, ist der Rest 0. Das muss ich wissen. Aber sonst? Ab besonders. Ja. Ausgleich, 0. Ja, wenn wir hier kein 2 haben, dann haben wir hier ein 3. Als selber, dann kontrollieren wir als 8 durch 3 dehnbar. Und dann geht es ein 4. Als 8 durch 4 dehnbar. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Mhm. Gehen wir nur rum bei der 5 zurück. 15, als 12, die wir wollen. Die Schwertfangzüge muss man dann testen. War 1, 2, 3, 4, bis 15. Bis 15. Okay. Wie gesagt, nicht schön aus. 14, voilà. Oh. Das heißt, wir müssen all die Zwillen dort testen. D'accord? Mhm. Und dann müssen wir warten, am Anfang zählen wir. Wir zählen wirklich. Schwertfangzüge sind dann... Du zählst Divisoren. Halt. Divisoren. Und par Definition... Ja. Das ist das Hauptelement von dieser Methode. Ein darf nur mehr zwei Divisoren haben. Ja. Nicht mehr, nicht mehr. Nein. Problem ist immer mit der 1. Ja. 12 1. Die ist speziell. Für wert, wie viele Divisoren hat das? Weil anders durch 1 dehnbar und durch das selber dehnbar. Sind das aber zwei Divisoren? Nein. Nein. Weil das 1 und ja, noch ein Keer 1. Das ist ein Hüter, wenn nur ein einziger Divisor ist. Mathematisch ist das kein Primzahl. Naja. Das ist dafür also wirklich zwei Primzahlen. Dann den heute dann automatisch exekutiert. Ja, wir brauchen keine Ausnahmen zu machen, wenn nee. Wir dann vielleicht zum Schluss. Vielleicht muss man das machen oder nicht. Aber heute muss man, eins muss immer mal aufpassen. Eins ist also so ein spezieller Fall. Ja. Und dann einfach 1 bis 2. Okay. Im Prinzip ist es nicht schwer. Ja. Müssen wir hinkriegen. Ich denke, man hatte schon so ähnliche Algorithmen, wo man einfach in einem anderen etwas getestet hat. Definitiv. Das ist ein klassisches Beispiel von einer Schleifenmenge. Das ziehen wir zählen auch nicht mehr. Ja. Das müsste ich drin ja hinkriegen. Okay, fangen wir an. Ja. Vom Prinzip aus, ich meine direkt, hier habe ich am Schluss schon ein Resultat Boolean, meine ich direkt Return
false. Nimm für das der Compiler mal okay. erlaubt zu schaffen. Ja. Ich weiß noch nicht, was das Resultat ist. Mhm. Ich hätte auch können mit einem Restvariable fahren, der auch okay. Hat man schon return false, für das ich kompilieren kann. Mhm. Voilà. Wir zielen. Ja, ich meine, du gibst eine Variable, die könnt nutzen. Könnt ihr nutzen? Wir können es auch counten an den Counter. Ja, wir müssen am Gang zu überlegen, was für einen Typ von Schleife können wir gebrauchen? Ja, wir wissen, wo wir aufhängen, wir wissen, wo wir abhalten. Na ja, das ist ein Typ, das besser wie Alviana, Vorschleif. Vorschleif, tip top. Okay, ich behalte den Idee vom Count. Mit was muss der Count initialisiert gehen? In dem Fall, man muss von Komma gehen und an der Schleife fängt man dann an, also gibt man mit 0 aufhängen, oder? Das gibt es auch so mehr. Ja. Ja. Ich zähle, ich fange dann mit 0. Doch. Schleif direkt gebaut. Hm. Meine Zählvariable, die fängt bei wie viel an? Bei Int unbedingt. Bei das geht mit Tod nicht. Definitiv. Wir haben ja heute gesehen. Ja. Ja, wir fangen ja bei Int und man bis 15. Ja. I, mi, klein oder gleich. Der PV. Das zählen wir ja mit. Mhm. Und was geschieht systematisch? Ich inkrementiere meinen Zähler. Okay. Tipptopp. So, innerhalb von der Schleife, was muss ich machen? Ich muss einen Test starten. Ganz genau. Wir haben den Test ja schon durch den was tun, das ist der Prozent. Mhm. Ich muss die testen. Ja. Alternativ. Voilà. Was ist mein Test? Du hast ein bisschen mit tricky. Ich hatte 8% 2, 8% 3, 8% 4 geschrieben. Mhm. Ja, dann muss man die Sachen da, die wir hier so geschrieben haben, die diese Wert, diese Wert, muss man irgendwie interpretieren anhand von Variablen, die wir hier zur Verfügung haben. Ja. Die Stadt haben wir als Variable den 8. Ja. PV. Das wäre dann der PV. Der Wert, den wir testen wollen. Mhm. Voilà. Und dann der Prozent, das ist für den Modulo zu rechnen. Mal I, ja. Den I, weil wir fangen mit 1, mit 2, mit 3, mit 4 und so weiter bis zum Schluss. Wir testen, ob es 0 ist. Und wir testen, ob das Resultat 0 ist. Mhm. Wenn das 0 ist, wissen wir, das ist divisibel. Okay. Was geschieht, wenn es divisibel ist? Wir setzen Count, Domain und Loot. Count plus 1. Voilà. Exactly. Oder für die, die besser kennen, ja. Count plus plus. Das ist auch erlaubt. Ja, aber nicht die zwei, ja. Aber nie die zwei zusammen. Ja, ja. Voilà. Schauen wir dann eine Schleife. Ich testen und ich zähle, wie viele Divisoren nötig. Am Schluss von der Schleife weiß ich, dass die Count-Variable den Unzahl von den Divisoren hat. Mhm. Ja, was muss ich dann machen, für zu wissen, ob dann ein Primzahl ist oder nicht? Weil ich muss nur checken, ob der Konto genau der Wert 2 ist. Ganz genau. Und checken heißt alternativ. Ein ja. If. Mhm. Else. So. Boah, wie kann ich testen, ob der genau 2 ist? Mal erst checken, ob der Konto der Wert 2 hat. Voilà. Ja. Und wenn der 2 ist, dann haben wir. Forcément, return true. Return true. Mhm. Voilà. Hier ist dann die Variante, die so gemacht ist. Wenn ja. den heute dann nicht 2 ist, dann habe ich Return false. Okay, was dann? Ich will das heute noch ein bisschen umbauen, schon heute 2 returnen. Ja, ich fand das nicht elegant, ja, ganz einfach, weil ich kann dann heute da Return vergessen, da kriege ich eine Fehlermeldung. Mhm. Das ist das Beste, wir machen das mit einer Reise. Ja. Variable. Es setzen die auch dann hier. Mhm. Da gibt es auch eine Methode, res als gleich true. Ja. Und hier res als gleich false. Return res, wie immer. Res und dann return res. Mhm. Schon hier express Klammern weggelost, da sind da doch los leert. Wenn ich nur einen Befehl habe, mache ich nur einen. Ja. Und dann return ups, res. Voilà. Okay. Probieren wir mal. Probieren. Muss ich probieren. Kann ich nicht sicher sein. Ja. Ja. Ich kompiliere einen Keier, kein Fehler. Ich muss ein Objekt machen. New Prime. Voilà. Und wir rufen dann die Methode. Na, ja, schon der Rest auf der falschen Platz gemacht. Merken ich da. Dann muss ich direkt ändern. Das ist kein Attribut. Nee. Dann muss ich unbedingt den Wäsch machen. Was ist? Wäsch, ne. Du nicht mich geht. Die könnt ihr hin. Boolean Reise, so was richtig. Voilà. Und dann. Auch professioneller Mann hat der Fehler. Ich kompiliere. Voilà. New Prime. Voilà.
das ist besser. Und nun rufen wir die Methode Check Prime. Ja. Was fangen wir an? Da testen wir, aufpassen. Wir haben da schon ein paar abgeschrieben, wo wir vielleicht rausfinden können. Die Mitte vielleicht aber sehe ich, ne? Oder? Wenn wir schon auf die erste Karte General, die wir schon probiert okay. hatten. Acht. Muss man ein Resultat False kriegen. False. Das ist kein Primzahl. Probieren wir dann den zweiten, der 15. Den ist auch intuitiv. 15, das ist auch kein. Und das ist durch 3 und 5 teilbar. Mhm. Und nur der 17. Das ist auch ein Primzahl. Okay. Das ist die Basis sagen, schön zu funktionieren. Und dann probieren wir dort keine Limiten. Das ist 1, 2 und 3, das sind Spezialwerte immer. 1. Mhm. Kein. Aus 2 ein Primzahl. Aus 2 ein Primzahl. Mhm. Ja. Mhm. Aufpassen, das ist zwar durch 2 teilbar, aber das ist ein Primzahl. Ja, ja. Das ist ein Fehler, den man oft möchte. Ja, und dann 3. Das ist die erste, ja. Mhm. Ganz genau, das hier ist. 3 misst 8 dann. Das ist primitiv, ja. Da können wir auch mit komplizierten Sachen holen. Aufpassen, wir sind beim Int. Ja, nicht über die Limit raus. Nicht über die Limit, das ist 2 Milliarden. Grosso modo, das wollen wir holen. 1970. Keine Ahnung, ob das ein Aus oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Da sieht man das kein. Okay. Ich kann auch so, und das ist durch 3 teilbar. Wie weit, wenn ich in die Quersumme möchte, okay, ja. Dann hast du das Streit eben. Spezialwissen, hey. Ja, voilà. Ich kann das hier aber nur ein bisschen optimisieren, das ist etwas, nicht gut elegant ist. Das ist zwar richtig, dass das tun. Das tun alles richtig an der Programmation. Aber das möchte ich nicht. D'accord, für was ich das nicht möchte, ich meine, if, wo ich dann das Resultat true or false assigniere, das ist eine Affektation. Ja. Das ist richtig. Mhm. Klar. Aber es geht viel mehr proper, ich schlussen den, als am Anfang das durchschreiben. Res als gleich, count als gleich 2. Ich will just denke, weisen, dass die Leute denke, das gesehen. Ja, das gesagt vielleicht früher aus, ne? Gesagt früher aus, mit das so genau das Zeug, was man mit und das mir sehr, das ist manner Fehler. Ja. Was meine ich, Count als gleich 2, als eine Kondition, hat man viel darüber gesehen. Ja. Und das geht das Resultat entweder wahr oder falsch. Das ist schon eine Boolean, ja. Das ist schon eine Boolean. Mhm. An dem setzen wir dann an der Variable rein dran. Okay. Das ist eine Optimisation, die ist nicht neidisch. Nein, nein, ich bin mit die ist, Hans, du, viel mehr. Wie soll ich sagen? Leserisch. Okay. Voilà. Das dann für den nächsten Teil. Guck mal, gemacht. Du könnt eng, muss ich gucken, ein viele Strichpunkt. Ah, nein, das, das visuell. Visuell, ganz ja. Direkt. Voilà. Hm? Das tut funktioniert gut. Das ist eine richtige Methode, die ist richtig. Mhm. Aber wir haben ein Problem. Okay, da sehen wir dann an der nächsten Lektion, die direkt heute drucken, sehen wir dann, wie wir diese Methode besser verbessern können, optimieren können. Merci für den Nachhören.